Hallo und willkommen zur nächsten Hello. Mini. Wie gehört dann Fabi ist auch schon da. Mal wieder. Nicht wie beim letzten Mal. What? Bei Insets. Geht los. Dann hauen wir mal rein, ne? Okay. Nach Ameru. Kann nur schief gehen, so wie das aussieht. Ja. Sis, Cat is on fire! Ah. Der leichte Hype ist on the way. Okay, wir sind bestimmt 10 Minuten Video rein. 10 Minuten Cutscene meinst du? Amaro hat sich ein bisschen verändert. Ein bisschen, ja. Alter, wenn einer gegen uns läuft, ne? Wir fliegen einfach 3 Kilometer weg. Werdet nun Zeugen der letzten Tage von Amaro. Amaro, okay. Okay. Schauen wir mal. Das sieht schon cool aus, ey. What the fuck is this? Neues Gegnerdesign. Hoppala. Holy sh. Die Natur des Planeten aus dem Gleichgewicht geriet, gebaren die Kräfte der Schöpfung absurde Kreaturen. Okay. Wie habe ich Angst, dass mir jeden Moment hier so ein Stein auf den Kopf fällt. So ein dicker Meteorit wie gerade eben. Ja, genau. Die Gegner kennt man ja. Dieser komische Drachenwurm oder was das da gerade war. Das war ein neues Gegner-Design. Das ist auch ziemlich interessant. Oh mein Gott. Vielleicht die nächsten. Hab ich alle? Einer ist. Hey, kannst du nicht weg. Achso, der hat einen Tether, warte mal. Ich glaub, der muss als erstes sterben. Krieg ich leider auch nicht geklaut oder so. Fuck ja, hau mal voll rauf da. Ich bin halt übelst angespannt, Alter. Absolut mal das Ende Gelände hier. Ja, welcome to the Apocalypse. Sieht auch echt krass aus, ne? Aber das sicher jetzt erst. Hola, Rio. Ja, bestes Emote der ganzen Erweiterung, okay? Muss ich auch besorgen. Auch wenn ich Lalafels nicht mag, aber Zwerge akzeptiere, ist es trotzdem immer noch das beste Emote ever. Neben Geld um sich schmeißen. Ich kann gar nicht so viel reden, ich bin dafür gerade voll fasziniert, muss ich sagen. Das ist halt ziemlich krass, ja. Also die Farben und so, an sich die Story, wie sie sich bis hier jetzt entwickelt hat, das ist schon heftig. Ich find's halt auch krass, wie das erste Mal sehen wir wirklich mal eine Katastrophe. War ist ja an sich eine Katastrophe. Ja, ja. Vielleicht sehen wir nachher sogar, wie Heidelin und Zodiac gegeneinander kämpfen. Wäre cool. Das sind die Endboss. Und was ist die letzte Prüfung? Ja, Mann. Beide. Beide? Mit 2 Prüfungen. Nein, alle beide in einem Kampf. Ach so, meinst du das? Ach ja, so wie bei Game of Dark, die 2 Schwestern, nur halt so ein Jakobati. Klatschen die sich auch ab, oder was? Ja, die kämpfen gegenseitig und gegen uns.
Terminus-Schleicher. Terminus-Gegner, okay. Guck mal, das ist ein toter Bewohner. Ja. So sehen die also aus, wenn die tot sind. Ist auf dem Boden. Grau versteinert. Schmetterler. Ja, oh mein Gott, da macht ein Minus Heilmagie so. Okay. Versuchen wir doch mal schnell wegzubekommen. Hau ihn kaputt. Okay, sehr schön. Thomas ist wichtig. Mann, kack Handy. Ja. Ich will dich einfach von dieser unfassbar epischen Atmosphäre ablenken. Ja, Handy komplett stumm geschaltet hier. So. So wie sich die Primae aus Gebeten erheben, erhielt unsere Hoffnungslosigkeit Gestalt. Oh. Ah, das ist er. Erste Unheil. Alter, ist der hässlich. So wie jetzt bei den apokalyptischen Reiz. Irgendwie so ist wahrscheinlich, ja. Hätte ich wenigstens eine andere Musik einfach lassen können, ey. Nein. Du musst dich der Bedrohung musst du dir ja bewusst sein. Oh. Oh, okay. Was ist der denn jetzt? Ich glaube, wir haben die echt falsch gesetzt. Ich stell mich mal in einen rein. Ich glaube, dahinter muss man sich verstecken. Aber den mag ich jetzt letzter erwartet, dass das ein Scheiß. Dings ist ein Metroid. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sehen die eigentlich bei Behemoth aus? Sind sie, glaube ich, grün, ne? Grün und bei dem Zug hast du so einen Kreis um dich. Okay. Ist das Sigma 1, Delta 1, irgendwas? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das kommt hier das schöne Teil. Aber nicht ganz an die nicht ganz an den Rand gehen. Dann geht der dorthin, dann gehe ich. Es ist halt voll kacke, man. Der hat das schon wieder so weit an der Seite positioniert. Ich hoffe, das geht trotzdem. Zu stehen, ja. Oh, okay, auf der anderen Seite. Jetzt sind wir ganz in die Ecke. Ich bin ausgeflogen. Mit dem ist gerade echt nicht so Spaß mit dem Boss. Vor allem, das ist gerade der erste. Ja. Es gibt auch, glaube ich, Dungeons, wo der erste der beschissenste ist. Ja. Wait, ich will den ja nicht beschissen nennen. Ich will den interessant nennen. Also, interessant ist der allemal. Also, diese Mechanik so. Also, mir wurde noch nie ein Haus auf den Kopf geschmissen in diesem Spiel, okay? Der war zu weit weg.
Oh fuck, jetzt stehen wir gleich voll in der. Ja. Okay. Das heißt aber kommen sehen können, möchte ich. Square Enix, ihr erwartet aktuell zu viel von normalen Spielen. Oh, come on, ey, der DD hat, muss doch das gelernt haben vom letzten Mal. Die wurden so aus dem Leben genommen, ne? Alter. Wenn es so weitergeht, wird das hier ein Zweiteiler, ey. Alter Schwede. Kommt sie gleich zum Angreifen. Zumindest der Melee, der kommt hier nicht zum Angreifen, ey. Mein Problem ist halt, ich komme nicht an euch ran, ey. Ey, man muss die Meteorite irgendwie an einer ganz bestimmten Stelle setzen, weil irgendwie stehen wir ständig in den runterfallenden Scheiß, ey. Irgendwas stimmt dann noch nicht ganz. Das kann so nicht richtig sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Mist fressen muss. Ich fress den nie. Nee, komm, du standst vorhin auch direkt neben mir. Ja, aber ich bin da. Du bist ausgewichen, aber. Ja, deswegen. Naja. Klar, aber optimal so. Ist es nicht. Optimal ist es definitiv nicht. Wieso ist meine Fee weg? Bin ich verwirrt. Sterben sollte sie eigentlich nicht mehr, oder? Nee, eigentlich nicht. Vieh schon wieder weg. Hier wieder verstecken. Ich check grad nur nicht, wieso meine Fiege verschwindet. Also DD ist aber jetzt langsam, muss ich sagen, lernresistent. Ja. Aber ich bade den Schaden natürlich gerne aus. Was? Eine Bildung ohne Bildung. Aber aktuell geht das. Ich weiß nicht, hast du viel mit Heilen zu tun? Oder? Nur wenn der Clusterfuck hier kommt mit 3 Millionen Sachen, aber sonst geht's eigentlich. Ist okay. Mach mal deinen letzten Himmel, komm. Gib mir. Ach scheiße. Zu früh reingelaufen. Alter, das ist wie eine Prüfung, Alter. Das ist kein normaler Indie-Boss, ey. Das ist schon heftig, ja. Das gefällt mir. Schaffen wir es aber. Weil ich immer noch nicht weiß, wieso immer meine Fee weg ist, aber das finde ich doch heraus. Die wird aber gefressen von dem Vieh. Oder die hat Angst, die läuft weg. Oder die kann durch solche Insta-Dinger auch noch sterben. Aber eigentlich soll das ja nicht gehen. Oh, sehr schön geschafft. Ich muss das später im Video analysieren. Ja. Man wird ganz genau gucken, an welcher Stelle das Vieh gestorben ist, ey. Oh
Fuck, okay. Ich habe einen Fehler gemacht. Meine Ausrüstung ist schon zur Hälfte zerstört. Was hast du? Ich glaube, das schaffen wir aber trotzdem. Sieht aus, ey. Soll ich noch weiter pullen? Aber du sagst, deine Ausrüstung ist kaputt, dann nicht. Ansonsten können wir. Nee, kaputt ist sie nicht. Wie gesagt, sie ist so heftig, ist sie runter. Na gut, Hälfte geht ja noch. Die weiten einfach nicht mehr. Ah, ich hab wieder so einen halben Magie-Vieh am Arsch. Ja. Boah. Der beruhigt euch doch mal mit den Flächen. Ach, das Schwede! Beruhigt euch doch mal! Meine Güte! Leute, ich kann nicht heilen! Mach das Ding kaputt! Ah! Seraph, rette mich! Meine Fresse, ey. Stunden später. Aber kannst du denn gar nicht heilen, wenn das Vieh an dir dran ist? Doch, oder? Schon, aber es ist verdammt wenig. Das ist okay. So, jetzt würde ich gerne mal wissen, ob diese Flächen von den Gegnern kommen oder ob diese Flächen einfach random überall auftauchen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es random von dem Gebiet her. Ja. Alter Schwede. Ich habe herausgefunden, wann ich meinen Seraph brauche. Na. Wenn er so eine Situation wie eben gerade. Wenn Clusterfuck ich die ganze Zeit bewegen muss, dann brauche ich meinen Seraph. Hast du denn keine Cast-Zeiten mehr oder was? Ja, nee, doch, aber dann heilt ja mein Seraph ein bisschen. Ach so. So ist das. Die muss sich ja nicht bewegen. Puh. So, das erste Mal in der ganzen Erweiterung, dass ich am Schwitzen war. Kontinente zerbrachen, versandten unsere Errungenschaften mit ihnen. Ich glaube, ich pull lieber klein. Solange nicht wieder. Ne, das ist random, das ist mit scheiß Meteoriten, ne? Glaube ich auch, aber naja, gucken wir mal. Glücksmonster. Oh, Leute, boah, hinten im Hintergrund ist schon so ein Riesenvieh mit Laserstrahlen gewesen. Den durchs Tor. Hab ich grad guck mal hinter dir oder neben dir. Links neben dir. Oh, what the f. Ja, genau, das meine ich. Das Vieh ist immer noch da. Was ist das? Alter, diese Indies sind der Hammer, ey. Abgefuckt, ey. In Gegensatz zu Gimlet's Dark, ey, Junge. Wo bist du schon? Schon eine kleine bisschen. Ja, jump doch nicht weg, Red the Major. Nix wegjumpen. Sonst ich nix machen, hauen. Ich muss halt lang sagen, ich habe das Gefühl, dass es für mich im Moment die geilste Szene überhaupt ist. Hinterlässt auf jeden Fall einen ordentlichen Eindruck. Das ist normaler. Ich glaube, die laufe ich sogar öfters, gerne öfters so. Wenn man nicht jedes Mal beim ersten Boss wiped, dann gerne, ja. Hey, man muss einfach nur wissen, wie es funktioniert. Ja, es geht. Wie wir gesehen haben, mit Lernresistenz funktioniert das auch. Bisschen. Ich habe ja nichts gegen, wenn du zweimal fragst ja an einer Mechanik, ne? Aber ganz Zeit ist doppelt. 24-7. Ja, wobei, die letzten zwei Male hat er sogar sich hinterm Stall versteckt. Das muss ich ihm lassen.
Ja, da gibt es bestimmt irgendwie eine richtig super effektive Formation, wie man die Steine zu setzen hat. Und nur die muss man erstmal herausfinden oder sich belesen. Ah jo. Ey, so macht's voll Spaß. Ja, random as fuck. Schatztruhe! Also Meteoriten da drauf. Boom, boom. Ja. Regnet Feuer. Ist ja nämlich so ein bisschen an den Trailer von damals hier mit dem. Mit die Stoller und dem Wald. Ja. Alle da? Alle da, okay. Und wie diese Indie jetzt auch mal nichts mehr mit Dings zu tun hat. Mit der ganzen Story. So Lichtbringer hier, Lichtbringer da. Ja, okay, ein bisschen hat er schon noch, also. Doch, ich würde jetzt nicht sagen, dass er gar nichts mehr zu tun hat, oder? Ja doch, klar, von der Story, in der Gesamtstory, ja. Aber wir haben ganz Zeit nur Lichtspiel gekillt, dann bauen wir letztendlich Boom. Geht es in die Apocalypse. Oh. Tethers. Ich weiß gerade nicht, ob ich das, was ich hier mache, ob das richtig ist. Halt Aggro und fertig. Ja, aber Aggro halten, alles easy. Macht der Tank alles richtig. Weil da kommt der innere DD in mir raus. Ich muss einfach Ads töten. Boah, gleich nochmal welche. Oh ne, so ein Heal-Scheiß. Alle viele Ads nehmen uns noch zu Fresse hauen. Das Heal-Teil weg? Ja. Okay. Das ist die Hauptsache. Nur woher hat unser DD ein Stack? Wurde schon irgendwas getroffen, frag mich. Brauch gleich den nächsten. Alter Schmied, was ist das hier? Gibt's da Ad Raid Rio, oder? Na, irgendwie sowas. Der ganze Kampf ist einfach eine große Ad-Phase. Ganz viel Bewegung. Ich glaube, ich bewege mich gerade einmal zu viel, aber sonst. Solange du nicht getroffen wirst, dann. Naja. Aber ich glaube, die Pferde hauen sowieso den AOE in irgendeine Richtung von irgendeinem Spieler. Kann ich, glaube ich, nicht viel beeinflussen. So, wo bist du? Komm raus. Ach, kommst du auch mal? Explosion, was ist das denn jetzt? Hier sind wenigstens mal keine Meteoriten oder so auf dem Boden, oder? Das ist ein Damage Check. Ja, ganz toll, ey. Das Hühnchen ist on fire! Sollen sie sonst ein LB raushauen? Ja, schaffen wir aber. Schaffen wir. Huh. Huh. Meine Güte. Es gibt noch mehr zu sehen. Alles schön. Okay. Ich mach mir die Hosen, ey. What the? Ja, bei Bedarf mach ich eine 99, dein Herz?
Als eins der heile Küche drin eine 1 würfeln. Geh mal weiter, geh einfach weiter, guck dir den Scheiß an, Mann. What? Guck's dir an. Wo sind wir denn? Alter, wie geil sieht das denn aus? Boah, ich krieg gar Gänsehaut. Fuck, Mann. Das ist ja übel geil. Okay, ich setze mich fest, das ist die beste Idee, die ich jemals gespielt habe in diesem Spiel. Alter. Weißt du, ich habe ja schon den Ausblick bei Forden genossen, ne? Aber da ist das Top nochmal alles. Alter Schwede! Das ist schon hart sexuell. Das ist richtig krass, einfach nur. Planet einfach zerhackstückelt, ey. Ja. Einfach mal in Space. Final Fantasy in Space. Die in die Magtesser. Ja. Ich auch schon mit. Ich lasse die DDs das mal machen. Lass mich raten, der uns ganz halt beschießt. Ist der nächste Boss? Das wäre ja denn der letzte. Mal gucken. Unter Umständen. Würde auf jeden Fall Sinn machen, ja. Oh mein Gott, aber das ist für ein Boss ist ja schon ein bisschen groß, ne? Sprachlos. Und dieser Meteoritenschauer da noch nebenbei und ist man auch irgendwie ein Mond oder so hier? Nee, ne? Dann ist über die Erdkruste und so ein Nebel da im Weltall, ey, es ist. Ich glaube, die letzte Story-Ini von Stormblood, also von dem Standard von 4.0 war, glaube ich, damals. War das Alamigo oder Burgdoma? Das war da, wo wir gegen Xenos gekämpft haben. Ich glaub, ich nicht, war das Alamigo, war das denn? Also im Vergleich zu Alamigo, ne? Muss man mal hier festhalten. Ich sag mal so, Größe, ne? jede Indie kackt ein bisschen gegen das ab hier. Also visuell auf jeden Fall. So ziemlich. Das ist jetzt eigentlich nur auch Fanboy-Gefeppe hier, ey, so, oh, es ist so geil. Ja, ist das so? Ja, ist echt so. Also das damit habe ich gar nicht gerechnet. Mit sowas. Schade, dass wir nicht nochmal gepostet wird. Ich sag niemals nie. Der Endboss gleich. Alter, was? Guck mal, das Vieh da hinten an.
das gleiche unser Gegner ist. Tentakelmonster. Lul. Was ist das denn? Ich zieh mal ein bisschen zur Seite hier. Ich freue mich schon auf die Prüfung, ey. Also ich gehe mal stark davon aus, dass hier gleich noch eine kommen wird. Ja, wahrscheinlich. Nach der Inni. Heißt, erst die Sache mit der Stadt unter Wasser und jetzt das. Es toppt sich einfach immer weiter. Okay. Zwischen uns und unserem Schicksal stand eine letzte Kreatur. Die sehen wir jetzt. Alles klar. Das ist wirklich unser Gegner. Der Apokalypse. Das hätte man interessant. Erstmal nochmal schön Ohrringe absnacken, damit ich noch besser heilen kann. Ja. Ich mach lieber einmal einen auf Ready. Seid ihr bereit? Nein! Heute Nacht speisen wir in der Hölle. Hat so keine Abdriftung. Guck mal über mir. Keine Ausweichstellen. Okay, es hat irgendwie ein so ein Teil angefangen zu brennen hinter ihm. Apokalypse. Ich hab das Gefühl, ich muss hier hin. Komm mal hier. Oder dahin. Ist ja mir. Ja, okay. Alter. Kamehameha. Ja. Oh. Ey, die Arena wird ja mal kleiner hier. Okay, kommen irgendwelche Köpfe von der Seite. Okay, verstehe schon. Ich stand instant richtig. Ja, war bei mir aber auch 11 zu voll. Ja, bei mir auch. Oh, jetzt stelle ich nicht mal den. Ich! Leute, wurde runtergestoßen. Der Red Mage. Interessant. Das ist am Anfang ein ganz schön langer Kampf. Apokalypse auf. Ich bin gerade wiederbeleben. Auf den letzten Stückchen sind wir jetzt. Seitlich.
Ja, ich guck nur gar. Fuck, falsch. Also erst die linken, dann die rechten, okay. Macht Sinn. Ich muss gerade meine Fee opfern. Schon heftig. Ich spüre den harten Stress hier gerade. Aber sag mal, verkacken wir gerade wirklich so hart, dass wir gleich drauf gehen, weil er. Warte mal, du bist eben aus den Runde gesprungen. Sagen wir so, ich war hier. Ja. Konnte mich entweder entscheiden, den direkten Weg zu nehmen und vielleicht zu überleben, weil der Laser kam ja auch schon. Und ich hatte schon kein Leben. Oder von hier rückwärts rüber zu springen. Beide Möglichkeiten waren nicht von Erfolg gesegnet, muss ich sagen. Okay, aber an sich habe ich jetzt die Mechanics bis auf die Köpfe an der Seite verstanden. Ja, die Köpfe muss ich auch irgendwie erst überlegen. Vielleicht muss dann seinen Köpfen das sehen. Das ist auch eine Idee. Die rechte Seite gehen. Kein Plan. Ich check's nicht. Ja gut, aber an sich überlebst du das eigentlich. Ach, fuck. Ja, zu viel Schaden machen die nicht, das stimmt schon. Ach, der zielt doch irgendjemanden. Oh, hat der gerade Marker gehabt? Weiß es nicht. Es ist auf jemanden zielt, ist mir auch bewusst, aber irgendwie ist auch wieder. Jetzt haben wir auf den gleichen gezielt. Achso, okay. Leider wurde auch zweimal getroffen. So, Concentration, ich will nicht wieder runterfallen. Junge. Leute, ich muss mich gerade selber retten. Ich wollte sagen, das sah ziemlich gefährlich aus, ey. Redmatch hat aber auch eine Geschwindigkeit drauf, das ist ja gut. Was kommt jetzt mit Geschwindigkeit? Der reagiert voll langsam. Strahl. Na. Guck genau in die andere Richtung. Da, wieso wurde da. Alter, der Red Mage gerade echt einen Backflip nach unten gemacht. Serious?
Ich dachte, so ein Privileg ist nur den Dragoons vor. Ich fühle mich in der Ehre eines Dragoons gerade beleidigt. Das Grab ist nicht mehr. Das schaffen wir, Leute. Fuck, komm rüber. So, das letzte Mal, dass wir uns davor retten können. Jetzt muss er sterben. Das muss jetzt, das Damage muss jetzt passen. Deine Mutter, immer wo ich mich hinstelle, ist falsch. LB, Leute! LB! Ja, schreibt schon LB und die machen nix. Ja, komm, sehr schön. Komm. 1%. Wow! Alter! Meine Fresse! Geil! Schon ein kleines bisschen. Die Anspannung, Junge! Wo kommen die denn? Warten wir, bis sie fertig sind, dann schleichen die sich rein. Ja. Sneak, sneak, ey. So. Ha! Also dann? Haut da rein, das ist glaube ich das längste First Time, was momentan. Definitiv. Hofft trotzdem, ihr habt Spaß. Uns beim Leiden zu sehen. Nein. Beim Kommen zu sehen. Beim Kommen? Na gut, dann haut da rein. Ciao. Tschüss.